Es ist eine der schwersten Strecken überhaupt für Assetto Corsa, das Autodromo de Palmadera, unser Rennen Nummer 9 in der Champions A-League. Und ihr seht es, da geht's richtig steil bergauf und auch richtig steil bergab. Das Ganze präsentiert von Taylor Drick, unserem Partner. Mit dem Code CHAMPIONJOE10 könnt ihr 10% beim Checkout sparen. Link ist in der Videobeschreibung. Und ich sag euch, das war ein wilder Ritt auf Palmadera mit vielen geilen Überholmanövern. Luca Kramke hat einen Infekt und ist nicht ganz bei 100%. Dennoch tritt er an mit Special Livery heute in den alten Champion Racing Farben. Trotzdem Rafael Rodriguez, der Pole-Sitter, und das auch gar nicht knapp. Also starke Vorführung von ihm. Dahinter starten Plegge und Hilger aus der zweiten Reihe. Hilger hat alle überrascht mit einer richtig starken Runde. Und sein Teamkollege Alex Hübscher ebenfalls bärenstark in der Qualifikation heute von Platz 5, sogar vor Diebolder. Und da ist die Ampel rot. Und die Ampel ist grün, grün, grün. Das Rennen ist eröffnet. Rafael, oh, kriegt da fast einen kleinen Knutscher von Sven aufs Heck, weil er doch sehr früh auf der Bremse ist. Und das rächt sich sofort. Kramke geht in T1 durch und ist neuer Erster hier. Keller verliert eine Position, wird zurückgespült auf die 9, hat jetzt hier wieder die Außenseite, muss verteidigen gegen Tobias Brunner. 80. von der Oma ist mit dabei und hast du nicht gesehen. Also heute wirklich kleine Kapelle hier. Ui, und da gibt es den Dreher von Alex Hübscher. Fällt zurück natürlich ans Ende des Feldes und auch Keller und Elster mit der Berührung. Keller noch das Briefing übernommen gehabt und gewarnt, dass das passieren kann. Jetzt ist es zu spät. Hier kommt Rodriguez mit dem Windschatten. Oh, und da wird ja gar kein Platz gelassen. Junge, 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 da wollte Kramke ganz rüber. Aber wo soll Rodriguez denn dann noch hin? Also entweder muss er früher da nach innen oder es sein lassen. Harter Zweikampf um die Spitze. Kramke wieder vorbei. 4/10 da der Abstand. Deswegen bleiben wir jetzt erstmal hier. Das Duell um die rote Laterne. Keller mit der Innenseite. Muss jetzt aber noch ein bisschen weiter rechts raus, damit er richtig anbremsen kann. Und das sieht gut aus. Geht durch. Marc Keller zurück auf der 13 nach dem Startunfall mit Elster, den er jetzt hier auch besiegt erstmal. Da bleiben wir jetzt auch erstmal drauf, weil jetzt kommt Rafael und der schießt da ganz tief rein in die Kurve. Überschießt auch. Und kann so natürlich kein Überholmanöver stehen. Das war aber mal ein sehr angriffslustiger Versuch. Ist aber alles gut gegangen. Und da ist der Reifensteher von Kramke. Und jetzt ist Rodriguez neben dem Deutsch-Brasilianer. Richtig geiler Kampf um P1 im Moment. Die sind sich auch noch nicht einig. So, und jetzt hat Rafael die Chance, Side by Side durch eine ganz schwere Stelle hier. Keine Berührung bitte. Oh! Und Rafael kriegt da in der Compression Zone die Physik zu spüren. Und vorne an der Spitze ist es Hilger, der ausschert. Hat die Außenseite. Kramke verteidigt wie ein Löwe. Hat heute aber nicht die Pace, um hier einfach allen wegzuziehen. Dahinter gibt es auch Fights. Spannend. So, Plegge Rodriguez ist auch spannend. Sowohl hier als auch Diebolder gegen Hilger da vorne. Und Diebolder setzt sich erstmal durch auf die 2. Rodriguez bekommt es wohl verteidigt gegen Plegge, zumindest zunächst. Und da gibt es den nächsten Verbremser. Und jetzt hat es Hilger erwischt. Und auch Plegge. Oh, ist das bitter, vor allem für Hilger, der hier kurzzeitig um P1 gebuhlt hat. Aber ein kleiner Fehler reicht. Und dir fährt einer ins Heck. Wir müssen nach vorne. Diebolder ist nah dran an Kramke und bekommt jetzt hier den Windschatten. Oh, und das ist ein Launch vom Parkplatz. Kramke lässt den Platz, nimmt aber auch die Geschwindigkeit außen mit.
Perfekter Konter vom frisch gebackenen Liga-Champion. Spannend an der Spitze. Diebolder nur 13. hinter Kramke und kommt jetzt mit Windschatten. Wo ist er denn, der Windschatten? Ja, Seto Corsa, Lex sind auf jeden Fall da. Kramke verteidigt jetzt innen. Diebolder kurzzeitig auf der 1. Geht aber ganz tief in die Kurve rein. Und Rodriguez wird sich denken, jawohl, ja. Wenn ihr euch da 2/13 nehmt, dann bin ich da. Und jetzt ist es wieder ganz spannend um die Spitze. Diebolder immer noch vorne. Kramke tief in die Kurve rein. Und da muss man sagen, hat sich Kramke selber ein Bein gestellt. Bremst er zu spät, zu hart, blockiert die Reifen und fährt in Diebolder rein. Glücklich für Kramke dreht er sich nur selbst raus, ist jetzt aber zurückgefallen auf die 3 und die Aliens haben hier ein 1-2, dem er weiter zurückgefallen ist und hier kommt er. Der Angriffsversuch, schwierige Stelle zu überholen, vor allem in den nächsten Kurven. Plegge behauptet sich mit einem kleinen Rempler und geht vorbei an Markus Brunner. Hartes Manöver, aber alles fair, würde ich sagen, an der Stelle. Ui, und was ist das denn? Rodriguez wirft P2 weg. Fehler. Zu viele Fehler heute. Oh, und jetzt, was passiert hier im Mittelfeld? Hübscher mit dem Launch gegen die Philippes. Und Brunner ist da auf einmal mit drin. So, hier kommt Alex. Ui, und verbremst sich tierisch. So sehr, dass Tobias vor lauter Schreck beim Exit zu stark Gas gibt. Und sich rausbinden. Die Latipews sind wieder auf 8 und 10, also in den Top 10. So, und da ist das Überholmanöver. Ist früh aber aus dem Windschatten raus, muss jetzt einen guten Bremspunkt treffen. Oh, und sieht sogar noch vor Capuccio. Verbremst sich leicht, kriegt das gehalten, sieht so aus. Ja, Hübscher schiebt sich auf die 8 und wie als wäre nichts passiert. Sind Capuccio und De Filippis wieder auf 9 und 10. Ui, und was ist jetzt passiert? Wir schauen eine Sekunde nicht hin und De Filippis fällt auf 13. Ui, und was ist mit Kramke? In der Steilwandkurve. Hat da jetzt gerade Platz und kann rejoinen auf der 7. Aber das war's für ihn. Der Magen-Darm-Infekt. Doch eine Nummer zu groß vielleicht. Konzentration lässt eventuell nach. Vor allem, wenn Marc versucht hier noch Zweiter zu werden in der Gesamtwertung. Und Marc geht durch gegen Nils Strom. In der letzten Rennrunde. Ist für Samuel Diebolder. Der holt seinen ersten Saisonsieg. Der junge Stuttgarter nimmt die vollen Punkte mit. Und schlägt auch seinen Teamkollegen Rafael Rodriguez auf die 3. Kommt Marc Pleggeheim, der ebenfalls seinen Teamkollegen hinter sich lässt. Nils Stroben mit einem Last-Minute-Manöver. Brunner starker Fünfter vor Hilger, der alles versucht hat, nochmal rauszuholen. Wird hier Sechster. Die beiden Hübscher Racing auch direkt hintereinander auf 6 und 7. Capuccio wird Achter vor Marc Keller, der noch auf die 9 vorrutscht. Und Tobias Brunner wird Zehnter und startet Rennen 2 von der Pole. Die Sonne ist untergegangen und wir gehen gleich rein in Rennen Nummer 2. Da hinten ist sie noch ein bisschen zu sehen. Einmal die Position tauschen, bitte. Tobias Brunner startet Rennen 2 von der Pole Position neben Marc Keller. Dahinter Capuccio, Hübscher und Hilger. Neim hat die Boxeneinfahrt nicht getroffen. Die Ampel ist rot. Und die Ampel ist grün. Das Rennen ist eröffnet. Ui, und da geht's in die erste Kurve rein. Das Feld fächert sich ganz breit auf.
Keller behauptet erstmal den zweiten. Stroben und Diebolder sind da im Fight. Oh, und da wird es dann auf einmal ganz eng. Und da hat es ein paar erwischt. Hübscher Stroben. Rodriguez und Diebolder kommen gut durch. Sind auf 7 und 8 vor. Gramke dahinter auf der 9. Hilger gegen Capuccio. Und vorne versucht sich Plegge an Brunner. Hilger geht erstmal vorbei. Hat jetzt aber noch Diebolder, der da reinspritzt. Vorne sind auch einige Duelle dahinter. Kramke gegen Rodriguez. Man kann gar nicht alles zeigen. Keller auf 2, Brunner auf 3. Plegge bleibt auf der 4. Dahinter Hilger, Diebolder, Capuccio und Rodriguez, der auch erst einmal Kramke verteidigt bekommt. Zweikampf. Wieder Brunner gegen Plegge. Plegge nimmt sich die Innenseite mit mehr Überschuss und springt aufs Podium. Rodriguez geht an Diebolder vorbei. Der hat wohl ein paar kleine Problemchen. Muss auch Kramke passieren lassen. Vermeintlich zumindest. Noch sind die Wagen nebeneinander. Hoch den Berg. Schöne Abendstimmung hier auf Palmadera. Kann man auf jeden Fall mal machen. Kramke wird da nicht zurückstecken. Die wohl aber auch nicht. Beide mit ganz viel Mut. Und auch hier ist es spannend. So, vorne haben wir den Zweikampf um P1. Mark Keller gegen Tobias Brunner. Und Keller ist zwar außen, aber erstmal vorne. Brunner bremst Richtung Apex, macht das ganz eng. Und das sieht gut aus, dass er die Position vielleicht verteidigt bekommt. Wobei, Keller mit einem starken Exit. Kriegt da die PS sehr schön auf die Strecke. Und hat die Nase jetzt vorne. Und hier kommt der fliegende Plegge. Räumt sich selber ab. Schlechtes Manöver vom zweifachen Champion. Hilger probiert's. Gegen die Brunners. Und er will beide schnackeln. Das sehe ich doch. Bremst tief in die Kurve. Nimmt sich die Innenseite. Tobias lässt sich sehr weit raustragen. Und das ist ein Double Overtake für Sven Hilger von 4 auf 2. Sauber gemacht. Alternativlinie, kann aber erst einmal vor Rafael Rodriguez bleiben. Jetzt der Angriff, Markus gegen Tobias, die Brüder unter sich. Und Markus ist durch. Tobias von der Pole gestartet, muss jetzt hier viel verteidigen. Oh, Diebolder ganz innen. Ui, und da ist dann wenig Platz. Berührung, Tobias und Samuel. So, und da ist die Idee. Ein T1 Overtake, Switchback. Brunner nimmt innen, Kramke nimmt außen und da kommt Plegge. Und da kommt Plegge. Ui, spätes Rüberziehen von Kramke in die Innenseite. Gibt Tobias einen Check. Und geht durch. Hartes Manöver, hartes Einsteigen. Der sich jetzt die Innenseite nimmt für die nächste Kurve. Mark außenrum. Und das sollte passen. Tobias auch auf P8 zurückgefallen und muss jetzt sich gegen Moritz behaupten. Brunner verteidigt innen. Bremst früh. Die Boulder mit der Außenseite. Random Racing gegen Alien Racing. Und das Alien entscheidet das Duell für sich. Nächstes Duell für Tobi Brunner. Diesmal gegen Alex Hübscher. Und wie er es auch macht, die anderen sind irgendwie schneller. Innen, außen, egal. Auch Hübscher zieht durch und geht an Tobias vorbei. Und da wird jetzt auf jeden Fall der Windschatten sein Übriges erledigen. Vorne sehen wir auch, Hilger ist ganz nah dran an Keller, aber nicht nah genug, um auszuscheren. Ganz im Gegenteil zu dem Duell hier. Kramke macht das abgezockt. Auch wenn er spät bremst und so die Tür nochmal offen lässt für Brunner. Der hat ein bisschen Probleme mit der Traktion und kann so nicht zurückschlagen. Blick nach vorne, Keller geht ganz nach außen.
verteidigt gegen Hilger. Chance für die Aliens, die Lücke zu schließen. Vor allem für Samuel. Hilger außenrum. Keine Berührung. Bitte auch hier nicht. Das ist eine ganz enge Kurve. Doch, da gibt es einen Toucher. Hilger wird weit gedrückt. Versucht es jetzt aber auch ein bisschen mit der Brechstange hier gegen Keller. Und lässt ihn jetzt erstmal nochmal durch. Und jetzt sind Rafael Rodriguez und Samuel Diebolder komplett da. Und da hinten ist der Gramke mit der Special Livery. Ui, und da gibt es die nächste Berührung. Und wieder hat es Hilger erwischt. Der fährt in Keller rein. Und Rodriguez fährt in Hilger rein. Das kannst du doch keinem erzählen. Und Gramke geht an Diebolder vorbei. Ja, Brunner Plegge. Neu entbrannt. Auch Brunner Strom ist ein Duell auf der Strecke. Und da gibt es den nächsten Toucher. Und Markus Brunner zerstört die Träume und Hoffnungen von Marc Plegge. Und das wird es gewesen sein mit P3 in der Gesamtwertung, wenn ihr Rafael nicht noch abfliegt. Und dann kommt er auch noch direkt hinter dem nächsten Brunner raus. Das wird ihm stinken, ich sag's euch. Side by side, die beiden Teamkollegen. Und Gramke fährt in die Box. Gramke fährt in die Box. Muss er sich übergeben oder was ist hier los? Auch das zweite Rennen gibt Gramke ab. Wichtige Punkte für den Rest des Feldes. Dreikampf. Stroben, Plegge, Brunner. Ui, Fehler, Brunner. Und jetzt wird es ein wilder Tanz. Diebolder damit auch wieder auf dem Podium. Ja, Luca vielleicht auch, weil er gesagt hat, dass er heute nicht mitfährt. Nimmt hier niemanden Punkte weg. Ist vielleicht auch einfach mit Absicht. Vorne sind es immer noch 4/10. Rodriguez, Keller unverändert. Also Keller hier wirklich mit einer Top-Chance, das Rennen zu gewinnen. Vorne sind die beiden Triple Crown. Plegge geht an Stroben erstmal vorbei, kriegt die Kurve aber nicht. Ui, und Alex und Tobias berühren sich. Aber Alex erstmal durch. Auf die 9 und Brunner von 1 auf 10 zurück. Rafael ein letztes Mal durch die Steilwandkurve. Und das sollte es gewesen sein. 0,5 der Abstand, das wird Rafael nicht mehr holen. Und Marc Keller gewinnt sein erstes Ehrlich-Rennen in Runde 9. Palmadera, Rafael auf 2, Samuel auf 3. Die Aliens machen es perfekt. Starkes Wochenende von ihnen. Sven wird hier noch Vierter. Kämpft sich zurück, auch wenn mehr drin war. Oh, und Gramke ist doch zu Ende gefahren. Ist hier auf der 5. Brunner auf der 6. Was war da denn los? Wo kommt denn Gramke auf einmal wieder her? Das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Plegge auf 7. Stroben wird 8er. Hübscher Neuter. Und Tobi Brunner beendet das Rennen. So wie bei Rennen 1 auf der 10. Drive-Thru war das. 4 Cuts. Also, so ist es gewesen. Gramke auf der 5 nach Drive-Thru-Penalty. Hier kommt die Tabelle. Ja, Gramke und Möllmann haben heute nicht viel gepunktet, aber haben gepunktet. Die Streichergebnisse kommen jetzt hier mit rein. Aber Rafael Rodriguez richtig viele Punkte gut gemacht auf Möllmann und wird angreifen können auf Platz 2 im letzten Rennen auf Silverstone. Marc Plegge hingegen wird eher in den Rückspiegel schauen müssen, um Samuel Diebolder aufzuhalten. Und jetzt schaut mal auf die Punkte in der zweiten Tabellenhälfte. Mann, 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 ist das alles noch eng zusammen. Der Kampf um Platz 12 ist super close und dahinter gibt es auch noch einige Positionen, wo es noch Klärungsbedarf gibt. Bei den Teams gibt es keine Veränderungen. VRK Soundwave hat den Titel schon sicher und die Aliens mit dem starken Auftritt heute kaum mehr von Platz 2 zu verdrängen. Und so war es nur noch ein Rennen. Silverstone steht noch an in 2 Wochen. Schaltet da gerne wieder ein und mehr Liga Racing gibt's hier. Ich fahre in der Classic Endurance mit. Das waren 3 Stunden Rennen auf dem historischen Monza und das war wirklich herzzerreißend. Aber das war's für heute. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und denkt immer daran, ihr seid alle Champions. Ciao.